Okay, hallo, guten Morgen. Oh, warte mal. Vergessen den Ton umzustellen. Kleinen Moment nochmal. So, jetzt scheint das zu funktionieren. Ich wollte bloß, der Ton hier ist vielleicht ein bisschen leise. Hintergrundlautstärke, so. Was mir bisher nicht aufgefallen ist, aber. Da ist das verrückte Meerschweinchen. Ja, Carsten! Ist überhaupt irgendjemand da, der eine Waffe hat oder so? Markus hat eine. Gehen wir einfach mal. Markus mal. Mit einem Messer. Das Meerschweinchen, das sollte ja machbar sein, oder? Cool. Okay, mal gucken, welche Verletzung. Kratzer, Kratzer, Kratzer. Bruch. Okay. Bruch? Das Meerschweinchen hat den Arm gebrochen? Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das funktioniert. So, auf diese Art und Weise. Scheinbar schon. Okay. So, wir brauchen fast schon wieder ein neues Lagerhaus, so wie das aussieht hier. So, nun kannst du mal eben Markus verarzten. So, das hier ist natürlich auch eine tote Ecke. Da könnte man auch noch was hinbauen. Und vielleicht hier noch. Vielleicht machen wir hier noch ein Lagerhaus draus. Dann müssen wir das Lazarett woanders hinbauen. Oder warte mal, hier unten Lagerhaus. Das ist eigentlich, das war ja eigentlich sogar so geplant, ne? So. Zack. So. Markus schon verarztet. Ja, sehr gut. Und zwar sogar mit 93% verarztet. Das ist sehr schön. Schmerz 3%. Naja. Nussi der Asket. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, das Meerschweinchen haben wir überstanden. Mit leichten Knochenbrüchen nur. Interessant.
Und wir haben genug Essen. Ah, halt. Und das hier ist auch fertig. Sehr gut. Gut. Haben wir denn genug Stein, um hier noch einen Fußboden zu legen? Sandsteinblöcke. Sandsteinboden könnten wir machen. Aber da ist ja wieder so eine Ecke, machen wir lieber Holz. So. Wie geht's den Tieren? Ein königlicher Tributeintreiber der Fraktion Das Zerrüttete Reich und sein Begleitschutz nähern sich. Du kannst ihm Gefangene und Gold als Tribut anbieten. Im Gegenzug erhält der Kolonist, der diesen Handel vollzogen hat, Ehre für die Erfüllung der Tradition und der Unterstützung der oberen Häuser. Du kannst damit rechnen, dass ein Tributeintreiber etwa zweimal pro Jahr auftaucht, solange du nicht mit der Fraktion Das Verrottete Reich verfeindet bist. Sie werden ein paar Tage in der Kolonie verweilen, bevor sie weiterziehen. Können sie auch angreifen, allerdings wird das ihre Fraktion verärgern. Okay. Das ignorieren wir einfach mal, weil wir hier gerade erst angekommen sind. Wir haben noch hier Gründer, Schutz. Können ja hier vielleicht einfach noch was dran bauen, ne? Warte mal, wenn wir das ein bisschen größer machen, können wir das nicht sogar zum können wir das nicht hier zum Speisezimmer machen? Warte mal, hier ist schon wieder, da geht's schon wieder nicht weiter. So. Das heißt, wir müssen das hier abgrenzen. Und da. Und wir brauchen hier auf jeden Fall eine Tür. Könnten wir die zumindest hier? Ne, hier machen wir den Speiseraum und hier machen wir dann die Küche hin. Sehr gut. Und dann brauchen wir hier noch ein paar Türen. Was? Nein! Carsten fragte Kerstin nach einer Auszeit. Carsten und Kerstin haben ihre Beziehung beendet. Carsten wird seinen Nachnamen wieder in seinen Geburtsnamen ändern. Was?
Wie gemein! Oh! Okay. Das Wetter ist wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, zu anstrengend. Hier im tropischen Regenwald. So, okay, das schicke Zimmer hat jetzt natürlich Kerstin. Ist klar. Und Carsten muss erstmal hier schlafen dann scheinbar. Da wird er ja gleich wieder rumjammern. So, dann wollen wir hier mal für Carsten ein... Hier, ein Zimmer bauen. Zack. So, zack und ein Nachttisch hier und ein Blumentopf und haben wir Kunst, die wir ihm ins Zimmer stellen können. Große Skulptur aus Sandstein, gut. Kotze. Diese Skulptur enthält eine Zeichnung von einer Pistole. Das Bild bekommt durch die geschickte Anordnung von Hunderten von Kugeln, von Kegeln, seine gewollte Aussagekraft. Die allgemeine Zusammenstellung ist unausgeglichen. Okay, und das hier? Spiegel 975. Diese Arbeit handelt von einer gelben Steinsäule, die vor Hitze qualmt. Jefin schaut schockiert zu. Die Szene scheint sich außerhalb eines Dorfes abzuspielen. Die Szene spielt inmitten eines Dorfes. Okay. Diese Darstellung berichtet von dem Ereignis am 7. August 5500, als ein Meteorit in der Nähe des Bezirks von Jefin einschlug. Bezirks von Jefin. Okay, ich wusste gar nicht, dass wir einen Jefin-Bezirk haben hier. Okay, das ist besser als Kotze, würde ich mal sagen. Also bauen wir das hier rein und hoffen, dass der Herr Carsten zufrieden ist. Ja. So, hier können wir natürlich auch noch ein bisschen Platz schaffen. Und das Ganze ein bisschen glätten, damit das besser aussieht hier. Und das Gleiche machen wir hier mit dem Fußboden. So. So, haben wir noch Sandstein übrig hier? Gibt keinen Sandstein mehr. Das ist Kacke. Dann wird das ja nie fertig hier. Aber wir könnten schon mal die Tiere hier aus dem Haus rausnehmen. So. Ambrosia Hain, sehr gut. Ach du meine Güte, hier auch noch. Okay.
Das müssen wir wieder markieren. Und dann das Sehen ausschalten, damit das Ambrosia nur geerntet wird und nicht ersetzt wird durch andere Pflanzen. So, da haben wir Carstens neues Junggesellenzimmer. Brupp. So, und das ist fast eindrucksvoll, siehst du mal, geht doch. So, dann nehmen wir mal das Bett und stellen das hier hin. Dann können wir hier nämlich Carsten sein Tischchen zum Forschen, sein Forschungstischchen hinstellen. So. Pessimist, unansehnliche Umgebung, mittelmäßiger Schlafsaal, nettes Esszimmer, geräumige Umgebung, luxuriös, gemütlich, mäßige Erwartung, hatte Sex, okay. Okay. Brauchen wir überhaupt so viel Heu, wenn wir hier quasi das ganze Jahr über Anbauzeit haben, ist die Frage. Ich meine, dann wächst ja auch das ganze Jahr über Gras oder was? Kerstin versuchte, um Gottes Willen, die Gunst von Bench zu erlangen, indem sie positiv seine Liebhaber kommentierte. Benchs Liebhaber? Ben sprach darauf an und ist jetzt mit Kerstin zusammen. Kerstin und Ben wollen nun zusammen schlafen. Denk darüber nach, ihnen ein Doppelbett zuzuweisen. Okay. Okay. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Kerstin Ben, okay. Ben hat sich hier schon eingenistet, okay. Meine Fresse. Ja, wir brauchen bald vielleicht ein bisschen größeres, größeren Kühlraum, so wie das aussieht hier. Kerstin, Zusammenbruch, ja, kein Wunder, sage ich mal. Für's alle. Ja, okay. Markus und Jefin machen die Wände schick. Könnte man aber auch gleich noch mal so einen Marmorboden mitspendieren hier. So.
Fast eindrucksvolle Werkstatt, sehr schön. So, hier könnte vielleicht noch mal eine von den Skulpturen, zum Beispiel große Skulptur aus Sandstein. Jefins Sicherheit. Diese Statue erzählt von einem großen gelben Feuerball am Himmel. Jefin schaut überrascht zu. Fünf Gärtner erscheinen im unteren Teil des Bildes. Diese Darstellung berichtet von dem Ereignis am 7. August 5500, als ein Meteorit in den Bezirk von Jefin herunter. Das ist irgendwie, dieser Meteorit scheint ein beliebtes Motiv in der Kunst zu sein hier. Ja, und sollen wir die Kotze auch irgendwo hinstellen? Das ist fast eindrucksvoll. Stellen wir die Kotze mal ins Esszimmer. Das ist hier 94 Kalkstein. So, Architekt, Strukturen, Kalkstein, Jupp. Und hier unten machen wir dann Marmor hin. So, hoffentlich reicht das. Sonst müssen wir mal einen abstellen, der hier Steine macht, nur. Arbeit. Oh, wir brauchen Fernkampfwaffen immer noch. Was ist denn mit Carsten los hier? Pessimist, hungrig, unansehnliche Umgebung. Okay. Gut, dann brauchen wir hier noch mal einen Fußboden. Zum Beispiel Sandstein. Und das hier wird geglättet wieder. Haben wir sogar noch ein Zimmer übrig für Bench oder jemand, also wo Bench war, meine ich. Okay. So, jetzt haben wir mittlerweile auch genug Stoff. Jetzt könnten wir mal. Jetzt die zweite Fehlermeldung. Vorratskapsel. Okay, zum Ort springen. Oh, Augenklappen. Toll. Augenklappen. Super. Wenn wir Augenklappen brauchen, haben wir Augenklappen. So. Was wollte ich jetzt hier machen? Genau, ich wollte einstellen, was sie schneidern sollen hier. Ups. Hosen, Hemd, T-Shirt. Jacke, Staubmantel. Wiederhole, bis du X hast.
Hüte. Jetzt macht er 10 davon, wir brauchen ja nur 8. So. Cool. Super. Hier der Fußboden fertig. Was ist das denn hier? Meerschweinchenfleisch, ach so. Also zumindest auf dieser Seite scheint genug Sandstein noch verfügbar zu sein. Und wir haben hier auch wieder welchen, sehr gut. Das heißt, wir könnten langsam dann auch daran denken, dass wir die Holzmauern ersetzen gegen Sandstein. Ach, hier ist schon wieder das Stöckchenspiel, habe ich jetzt schon wieder. Verkehrt hingestellt hier. Kann man das hier hinstellen? Nee. Dann machen wir das mal hier hin. Da. Könnte man hier noch eine Tür reinmachen, damit die das nicht so weit haben. So. Dann haben wir hier gleich auch eine mit. Und wir bauen hier so einen Werkschrank noch rein. So. So, das sieht doch gut aus, oder? Eigentlich wollte ich den Kochraum ja hier hin machen und das Esszimmer hier unten, aber was soll's. Aber alle sind wieder einigermaßen zufrieden. Das ist doch schon mal die Hauptsache. Ja. Yeah. Haben wir überhaupt noch Holz? Ja, ein bisschen was haben wir noch. Okay. So, die Aufgaben hat er mit rausgenommen. Sehr gut.
natürlich auch blöd, dass die hier dazwischen sind mit ihren Zimmern. Küche eindrucksvoll, okay. Leider auch keine Kunst mehr, die wir hier reinstellen könnten. So, da habe ich nämlich eine Idee, was wir hier machen können. Alle ihren Tierbereich eingestellt. Sehr gut. Wir können männliche. Das riesige Denkmal. Oh, das sieht noch etwas aus, was ich machen könnte. Acceptance City. Okay. Baron Helladus von der Fraktion Zeuthen des Reich. Er sucht sich ein Denkmal zu errichten, um seinen Sohn zu ehren. Das Denkmal den Grund ist von 3x7 und benötigt folgende Ressourcen. Sandstein, Granit, Metall, Holz, Stein. Was ist das denn? Du kannst einen deiner Kolonisten auswählen, um 6 Ehre von Fraktion des Zeuthen des Reich. Hilft dir zu einem Titel. Titel bringen Psylink, Belohnung und spezielle Ermächtigung. Aha, also. Naja. Ist der Death Mode an? Muss ich hier mal gucken. Entwickler, wo haben wir das? Entwicklermodus, ja. Den brauchen wir noch nicht anhaben. So. Aha, sehr gut. Können wir hier nämlich noch mehr von den Pilzen anbauen hier. So, wunderbar. Dann würde ich aber sagen, reicht für heute. Und dann bis zum nächsten Mal. Drückt die Glocke, schreibt einen Kommentar, legt den Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.